erste Vernissage des Fotoclubs Austria Kapfenberg. Am 8. Juni wurden im Haus der Begegnung am Schirmitzbühl die rund 75 Kunstwerke ausgestellt. Von abstrakten Fotos über Porträts bis hin zu Landschaftsfotografien war alles dabei. In Kapfenberg weiß man die Kunstwerke des einzigen Fotoclubs der Stadt sehr zu schätzen. Ich glaube, man sollte, wenn man so viele Talente hat, das nicht einfach vergeben und in der Schublade verschwinden lassen, sondern die sollten auch herzeigen, was sie tatsächlich geschaffen haben. Und nachdem ja der Verein selbst Landesmeister geworden ist und sogar 3 Goldmedaillen, eine Einzelbewerberin gewonnen hat und einen 3. Platz auch noch, das zeigt natürlich von besonderer Qualität und das ist wichtig auch für Kapfenberg. Der Fotoclub hat bereits eine lange Vergangenheit. Im Jahr 1976 wurde er als 4. Sektionsgruppe der Austria Kapfenberg gegründet. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir nicht nur im Breitensportbereich und im Jugendbereich, für den wir sonst sehr bekannt sind, sondern auch im kulturellen Bereich solche Erfolge vorweisen können. Der Verein zählt insgesamt 31 aktive Mitglieder, deren leidenschaftliches Hobby das Fotografieren ist. Besonders in die Jugend möchte man in den nächsten beiden Jahren investieren. Denn nur durch die Jugend haben die Vereine weiterhin die Chance zu überleben. Jetzt haben wir gesagt, wir werden ein Pilotprojekt starten und probieren, eben eine Jugendgruppe, die auch ein Jugendlicher führt. Also wir schauen, dass wir da jemanden motivieren können, der was praktisch so zwischen 16 und 20 Jahren ist, also er sollte ein bisschen Erfahrung haben, aber der was mit der Jugend leben kann, mit der Jugend reden kann, der weiß, was für Sprache das sie sprechen im Prinzip und auch die Bilder und dass einer das neu bringt. Das Vereinsleben zeichnet sich durch Spaß und Freude an der Fotografie aus. Nähere Infos zum Fotoclub gibt es unter dem jetzt eingeblendeten Link.